Die Programmanzeige leuchtet wieder, die Filmrollen drehen sich wieder. Im Kino Schwanenstadt. Das im Dezember 2005 geschlossene Traditionskino wurde im September dieses Jahres wieder zum Leben erweckt. Möglich war das nur mit vereinten Kräften. Es hat zusammengeholfen die Stadtgemeinde, das Land Oberösterreich und 50 Sponsoren, die uns finanziell unterstützt haben bei dem Projekt. Und natürlich das Team vom Filmclub, das viele Stunden der Freizeit geopfert hat. Ab genau 21. September 2007 heißt es einmal die Woche, nämlich montags ab 20.15 Uhr, Film ab. Warum wollen Sie mit diesen Händen Klavier spielen? Keine Ahnung. Wir sollten der Selbstaufgabe entgehen. Jennys Biografie hat viele Interferenzen. Interferenzen gibt er nicht so an. Geboten werden Filme der Spitzenklasse. Und das Publikum dankt es mit regen Besuch. Ja, das freut mich eigentlich schon, dass es wieder eröffnet worden ist von dem her. Und ich war jetzt eh schon bei ein paar Filmen da. Also das Angebot nehme ich auf jeden Fall an. Das ist super, weil das war eh schade gewesen, wenn nichts mehr war. Regau ist auch schön, aber Schwanenstadt ist schon, ja, da gehört es her. Freut uns sehr gut. Also wir sind sehr froh, dass er das gemacht hat. Also der Filmclub Schwanenstadt, und es gefällt uns irrsinnig gut. Die Filmangebote sind super, also voll klasse. Wir werden bald wieder gehen, ne? Ja, genau. Auch der Filmclub Schwanenstadt als Kinobetreiber ist mit dem Zuspruch zufrieden und sieht diesen als Anerkennung für die ehrenamtliche Tätigkeit der 10-köpfigen Filmclub-Crew. Wir sind für den großen Aufwand, den wir geleistet haben, sehr gut belohnt worden von der Bevölkerung. Wir haben ungeahnte Zuwächse an Besucherzahlen. Wir sind so im Schnitt jetzt bei 170. Andere Filmclubs täten sich da alle 10 Finger und Zeichen auch noch dazu abschlecken. Und ich habe eigentlich nicht erwartet, dass so fulminant startet, aber natürlich sehr glücklich. Um den Besuchern optimales Kinoerlebnis zu bieten, wurde das Kinofoyer saniert und die Vorführanlagen dem Zeitgeist entsprechend eingekauft. Kinoerlebnis pur heißt es aber nicht nur für die Großen. Der Filmclub Schwanenstadt bietet auch für Kinder und Jugendliche wertvolle Filme an. Der Junior Filmclub wird ab Jänner installiert, schön langsam. Unsere Idee ist es, einen Programmkreis aus Jugendlichen bestehend zusammenzusetzen, der sich die Filme selber sucht, der selber spielt, und dass man neben dem Erwachsenenfilmclub, neben dem Kinderfilmclub auch die Jugendschiene einbringen, aus Gründen der Auslastung und aus Gründen der Verbesserung der Atmosphäre in der Stadt wiederum. Auch für die Schwanenstädter Schulen ist Gott sei Dank im Ort wieder eine Spielstätte für die Aktion Guter Film vorhanden. Das Kino in Schwanenstadt eignet sich auch bestens für andere Veranstaltungen, wie die Modenschau der ansässigen Wirtschaftsbetriebe eindrucksvoll bewiesen hat. So kann diese Räumlichkeit durchaus für Firmenfeiern, Kleinkunstveranstaltungen oder Geburtstagsfeiern gemietet werden. Wer den Megakino-Welten abschwören und kleinen Kinos eine Chance geben möchte, der ist im Kino Schwanenstadt richtig. Das aktuelle Programm finden Sie unter www.filmclub.schwanenstadt.at. Also, dann auf ins Kino!